Als ich ein junger Mann war, um die 18 Jahre oder so, fragte mich mein Kumpel Scott, ob ich beim Ausräumen eines Hauses vor dessen Abriss helfen würde. Natürlich stimmte ich zu, da ich die Extrascheine gebrauchen konnte. Somit fing Scott, ein paar andere Kerle und ich an, das Haus von oben bis unten leer zu räumen. Und ich bekam damals $30 am Tag, wo $30 noch wirklich etwas wert waren. Ich stimmte zu, den Keller auszuräumen, während die anderen sich um den Dachboden und die anderen Stockwerke kümmerten. Es störte mich nicht wirklich. Ich mochte es, allein zu arbeiten. Der Keller kam zusammen mit einer Art Überraschung. Einige Sessel standen herum, ein mottenzerfressenes Sofa, ein kleiner kaputter Kühlschrank und eine massive Sammlung der Times, säuberlich in der Ecke gestapelt, mit Dateien, die bis zu den späten 60ern zurückging. Vor dem Sofa stand ein altes, vorzeitliches Fernsehmodell. Es war riesig und unglaublich hässlich, wie eine riesige Box auf vier hölzernen Beinen. Der ganze Keller roch irgendwie modrig, nach saurer Milch und prähistorischen Erbrochenen. Ich glaubte, den Fernseher einzuschalten würde helfen, die Zeit etwas schneller vergehen zu lassen. Es dauerte einige Sekunden, bis er anging, und als er es tat, lief so eine Art 80er-Gameshow. Aufgrund der Kleidung und des Haarstils, den die Leute trugen, war ich mir ziemlich sicher, dass es sich um eine 80er-Sendung handeln musste. Der Ton war ziemlich übel und die Qualität der Übertragung war ein Kommen und Gehen, aber ich erinnere mich ziemlich genau an den Moderator. Es war ein großer Mann mit einem riesigen, fast cartoonartigen Kinn, als würde er eine Art Prothese oder dergleichen tragen. Er trug einen total überzogenen Tweedanzug, der ziemlich übel auf dem Gerät flackerte, als der Mann sich durchs Studio bewegte. Die Kandidaten sahen gleichermaßen seltsam aus. Da war diese Frau mit echten Vögeln in ihren Haaren. Sie zwitscherten jedes Mal, wenn sie eine Antwort richtig hatte. Klar, es war ein Gimmick, wahrscheinlich um mit der Show stärker herauszustechen. Dennoch waren die Augen der Frau merkwürdig. Sie hatte sie in einem wirklich seltsamen Winkel verdreht und sie blinzelte häufig hintereinander in zufälligen Abständen. Ein weiterer Gast, ein Mann mittleren Alters. Er trug eine Uniform des US-Militärs. Er war noch merkwürdiger als die Frau, denn sein kompletter unterer Kiefer fehlte. Sein Gesicht endete buchstäblich mit seiner oberen Zahnreihe. Es war irgendeine Art Kriegsverletzung und der Soldat verwendete ein Stimmgerät. Es war an seinen Hals gehakt und ließ ihn wie ein Roboter klingen. Die anderen Gäste waren auch alle eine Mischung aus total abgefuckten Kaputten. Ein junger Mann, der eine schwarze Sonnenbrille trug, welche auf jedem Glas ein Auge gemalt hatte. Eine alte Frau mit falschen Zähnen, welche sie ständig herausnahm und an ihrer Bluse rieb. Jedes Mal, wenn sie herausnahm, fielen ihre Wangen unglaublich stark zusammen. Ich konnte diese Scheiße nicht glauben. Schon bald hatte ich meine Arbeit vergessen, saß vor dem Fernseher und schaute die Sendung in immer weiter wachsenden Unglauben. Es war, als hätte jemand das örtliche Irrenhaus geplündert. Ich drehte die Lautstärke so hoch wie möglich, da der Ton echt schlecht war. Dennoch war es anstrengend zu verstehen, um was es ging. Ich fand heraus, dass der Moderator Mr. Pontiac hieß, da sein Name ständig auf dem Bildschirm aufleuchtete. Aus irgendeinem Grund nannten sie ihn alle Mr. P. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass es eigentlich zwei Mr. Pontiacs gab. Ich glaube, sie mussten Zwillinge gewesen sein. Zumindest wurden sie so hergerichtet, als wären sie welche. Ein Mr. Pontiac war scheiße fröhlich. Er lachte dauernd, machte Witze und führte seinen kleinen Tanz jedes Mal auf, wenn jemand eine Frage falsch beantwortete. Die andere Version von Mr. Pontiac war durchgängig angepisst. Er lachte nicht einmal, machte keine Witze. Und zu einem Zeitpunkt sah es so aus, als würde er gerade abwägen, einen Kandidaten zu schlagen. Er trug eine Krawatte, während der gut gelaunte Mr. Pontiac eine große gestreifte Fliege trug. Ansonsten sahen beide identisch aus. Ich fand nie ganz heraus, was genau die Bedeutung hinter den Spielen war, aber die Gäste kamen immer wieder in ziemlich üble Situationen, wie in einem riesigen Tank zu stehen und tausende von lebenden Kakerlaken zu zerstampfen oder in einem Gehege herumzurennen und mit einer Gartenschere Hühnern die Köpfe abzuschneiden. Es war krank. Nicht einmal das Privatfernsehen würde so eine extreme Scheiße bringen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich meine Augen nicht vom Bildschirm abwenden. Es war, als würde ich bei einem wirklich langsamen Autounfall zusehen. Am ersten Tag vergaß ich komplett zu arbeiten. Ich saß einfach auf der alten Couch und schaute diese Sendung. Sie endete niemals. Sie wurde nicht einmal von Werbung unterbrochen. Es ging einfach weiter und weiter. Ich konnte hören, wie meine Freunde oben arbeiteten und sich hin und wieder anschrien. Aber sie klangen so weit weg.
als wären sie kein Teil meiner Realität mehr. Ich hatte dieses beunruhigende Gefühl, welches immer größer wurde, je länger ich da saß. Dennoch konnte ich meine Augen einfach nicht vom Bildschirm lösen. Ich fühlte mich gezwungen, die Fragen zu beantworten. Ich versuchte, die Zeiten der Kandidaten zu schlagen, wiederholte die Gameshow-Slogans und wurde ziemlich sauer, wenn ein Kandidat seine Aufgabe vermasselte. Langsam fühlte ich mich emotional mit dem Ausgang des Spiels verbunden, welches ich aber im Wesentlichen noch immer nicht verstand. Scotts Stimme hallte die Stufen hinunter. Hey, Nicky Boy, was zur Hölle machst du da unten? Ich sprang auf und schaltete schnell den Fernseher aus. Ich schuft mir den Arsch ab, rief ich zurück. Als ich auf meine Uhr schaute, realisierte ich, dass bereits 2,5 Stunden vergangen waren. Seltsam. Es fühlte sich mehr wie 5 Minuten an und ich hatte nicht einmal angefangen, den Keller auszuräumen. Ich kam später als üblich an diesem Abend nach Hause. Meine Freundin Jessie versuchte mir von ihrem Tag zu erzählen, aber irgendwie endete das Ganze in einem riesigen Streit. Ich fühlte mich aus irgendeinem Grund angefressen. Alles kotzte mich an. Der Klang ihrer Stimme, die Art, wie sie ihre Haare trug, selbst die verdammte Farbgebung in unserem Wohnzimmer. Ich konnte nicht glauben, dass ich sie mit dieser Scheiße hatte so lange durchkommen lassen. Es endete damit, dass ich auf der Couch schlief. Ich googelte die Gameshow auf meinem Laptop. Mr. Pontiac, Mr. P, aber nichts. Nichts erwähnte diese Sendung, was absolut keinen verdammten Sinn ergab. Die Show hatte ein riesiges Budget und sie war so extrem, dass sie doch irgendjemand hätte bemerken müssen. Ich meine, wie viele Gameshows zeigen das Schlachten kreischender lebender Hühner? Aber wie ich schon sagte, da war absolut nichts. Ich versuchte zu schlafen, aber die Bilder dieser Sendung kamen mir ständig in den Sinn. Jedes Mal, wenn ich wegdriftete, füllten die fürchterlichsten Ausschnitte meinen Kopf. Sie verstörten mich so stark, dass ich mich gewaltsam wachrütteln musste und vom Sofa sprang, während ich panisch umherschaute. Ich griff nach meiner Kleidung, nahm ein Messer aus der Küche, schnappte meinen Autoschlüssel und fuhr zu diesem Haus. Ich weiß nicht, was mich dazu brachte. Es war, als würde mich irgendetwas zwingen. Alles, was ich weiß, war, dass ich zurück musste. In diesen Keller. Ich musste diese Sendung weiterschauen. Ich erinnere mich vage, wie Jessie mir hinterher schrie, als ich unser Haus verließ. Sie musste wohl geglaubt haben, dass ich irgendwie durchgedreht sein musste. Ich hatte Ersatzschlüssel für das Haus, also packte ich ein Stück weiter die Straße hinunter und lief den Rest. Im Keller schaltete ich den Fernseher ein und setzte mich auf das Sofa. Der Raum war beinahe komplett leer. Nur der Fernseher und das Sofa waren die einzigen übrigen Dinge. Die Kandidaten sahen noch merkwürdiger aus als am Morgen, falls das irgendwie möglich war. Übertriebene Merkmale, bizarre Verhaltensweisen, verschiedene Tier-Mensch-Hybriden oder wie ein Mann, dessen linkes Auge stark aus seiner Augenhöhle heraustrat. Oder eine Frau mit einem halben Kopf. Den anderen Teil verlor sie in einem grausamen Unfall. Und dann war da auch dieser große, dünne Typ mit Beulen in seinem Gesicht, welche hin und wieder platzten und Eiter aus ihnen hinauslief. Die Spiele waren genauso extrem wie zuvor. Ein Spiel verlangte den Kandidaten ab, lebende Maden aus einem Plastikeimer zu essen. Eine andere Aufgabe war es, mit Zehenspitzen durch einen Gang zu laufen, in dem Bärenfallen aufgestellt wurden, während sie in einem dritten Spiel durch einen Raum voller Primärfarben navigieren mussten, der mit tödlich aussehenden Sprengfallen bestückt war. Ich versuchte mich selbst zu überzeugen, dass es kein echtes Blut war, was umherspritzte. Dass die Dame mit der fehlenden Nase in der Finalrunde nicht enthauptet wurde. Oder dass der Typ mit diesem Maulkorb-ähnlichen Mund nicht wirklich sein Bein verlor. Aber scheiße, es sah so echt aus. Und das Publikum forderte quasi Blut. Mr. Pontiac schrie jedes Mal lauthals vor Lachen, wenn jemand eine Verletzung erlitt. Oder jaulte vor Wut auf, wenn es jemand sicher durch eine Runde schaffte. Ich fand mich selbst wieder, wie ich mit ihm schrie und jaulte. Denn das Spiel war alles. Das Spiel war das einzig Wichtige. Langsam aber sicher fing ich an zu realisieren, dass alle Kandidaten bereits tot waren. Dass dies eine Art grauenvolles Nachleben sein musste. Und dass diese zwei Mr. Pontiacs mehr einer Art dämonische Präsenz glichen. Aber ich konnte mich nicht losreißen. Es fühlte sich an, als würde meine Seele langsam in dieses Spiel gesogen werden. Ich konnte mich nicht erinnern, wer ich war, und es wirkte, als würde jede erlebte Minute seit meiner Geburt verschlungen werden. Oh ja, Sir. Mr. Pontiac schrie durch den Fernseher. Bist du bereit, auf unserer Seite des Bildes zu kommen, Nicky Boy? Willst du nicht um die richtigen Einsätze spielen? Komm schon, Nicky Boy! Rief das Publikum.
Alles, was du tun musst, ist manns genug sein, um dieses miserable Leben zu beenden. Mr. Pontiac fuhr mit seinen Daumen über seinen Hals. Es wird innerhalb von ein paar Sekunden vorbei sein. Und Junge, wir haben richtige Spiele für dich. Mach es, Nick! Donnerte es aus dem Publikum. Beende dein Leben, schlug Mr. Pontiac vor. Nimm das deiner Freundin gleich mit. Sie wird dir danken. Es machte irgendwie Sinn. Ich hielt das Messer in meine Hand und drehte es hin und her. Gott, es machte alles so Sinn. Das Spiel hatte keinen Anfang und kein Ende. Das Spiel war das Einzige, was existierte. Und war auch alles, was je da sein würde. Ich hob das Messer an meine Kehle und grinste, als das Publikum rief: Siehst du, Nicky-Boy! Ein Schatten durchzog den Raum, als sich jemand zwischen mich und den Fernseher stellte. Der Bildschirm zersprang plötzlich durch einen schweren Schlag. Sofort fiel ich zu Boden, windete mich und schnappte nach Luft. Es fühlte sich an, als wäre ich dabei gewesen zu ertrinken. Nur, dass mich jemand wieder zurück an die Oberfläche zog, kurz bevor es zu spät war. Nach einem kurzen Moment der Erholung schaute ich nach oben und sah Scott im Keller stehen. Er starrte zu mir hinunter, während er einen Hammer in seiner Hand hielt. Was für eine Scheiße machst du hier? Verlangte er zu wissen. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Jessie hat mich angerufen. Sie sagte, du bist mit einem Messer aus der Wohnung gerannt und hast irgendetwas von einem Keller geschrien. Also nahm ich an, dass du hierher gekommen sein musstest. Er kniete sich neben mich und fragte mich erneut, was ich hier eigentlich vorhatte. Ich starrte auf den zerstörten Fernseher, in das klaffende Loch, wo der Bildschirm einst war. Hast du es gesehen? Hast du die Gameshow gesehen? Er schüttelte seinen Kopf. Er erzählte mir, dass er mich durch das Kellerfenster gesehen hatte, dass ich auf dem Sofa saß, meine Hände zusammenpresste und aus vollem Halse lachte, schrie und kreischte, komplett eingenommen von diesem Fernseher. Das Seltsame jedoch, Scott sagte, dass er nicht einmal eingeschaltet war.